Schön, dass ihr wieder einschaltet bei Let's Splinter und schön, dass ihr mir im ersten Video die Bude dermaßen eingerannt habt. Vielen, vielen Dank dafür und die wichtigste aller Fragen, die in den Kommentaren drunter aufkamen, ist die folgende. Ist das Logo von Bayer Leverkusen schöner oder hässlicher als das des ersten FC Köln? Und damit herzlich willkommen zurück zu dieser zweiten Folge hier. Und ja, ich gebe es ja zu, es war nur ein wenig humoristisch gemeint, denn das Wappen von Bayer 04 Leverkusen ist für YouTube-Videos oder Thumbnails echt extrem ungeeignet und ziemlich unförmig. Und ja, ich weiß auch, dass die Wahl echt auch hätte auf den ersten FC Köln fallen können, was die Mannschaft hier generell anbelangt. Die Fans, keine Frage, vom ersten FC, das habe ich heute Abend im Spiel gegen die Frankfurter wieder gesehen, natürlich um einiges besser, ohne jetzt den Leverkusenern wieder zu nahe treten zu wollen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und vielleicht das auch noch als kleines Schmankerl, was ich hier vorhabe mit Bayer Leverkusen, wenn sich die Zeit ergeben sollte. Dieses Stadion, die Bayer Arena mit ihren 30.000 Sitzplätzen, ist für die Ansprüche in meinen Augen tatsächlich zu klein. Und vielleicht werden wir da über die Zeit ja auch noch was tun können, aber das natürlich erstmal nur am Rande. Auch ein kleiner Disclaimer, Musik im Hintergrund hört ihr immer so ein bisschen, läuft wie immer, tatsächlich zusammengemixt von meinem Bruder. Mit Mixen meine ich nicht, dass die Übergänge hier passend aufeinander abgestimmt seien. Nein, die Lieder sind tatsächlich von ihm und insofern fettes Dankeschön an der Stelle. Ich finde, es passt für den FM eigentlich total gut, weil es wirklich chillig die ganze Szenerie hinterlegt und untermalt. Insofern das nur an der Stelle. Und dann starten wir, das wollte ich sagen, in diese neue Folge und gucken ein bisschen weiter, was Bayer 04 Leverkusen hier zu Beginn dieser Saison ausmacht. Und da ist mir was ganz, ganz Entscheidendes aufgefallen. Entweder ich habe total bei irgendwas gepennt oder aber es gibt einfach keine zweite Mannschaft. Wie kann das sein? Ich glaube, und da könnt ihr mir gerne in den Kommentaren drunter schreiben, ob das der richtige Input ist meiner selbst. Ich habe nur bis zur dritten Liga die Simulation eingestellt. Kann das damit zusammenhängen? Ja, das ist ja ganz merkwürdig. So kommt es, dass wir hier 4 Spiele reinziehen können. Und die Frage wird sich tatsächlich stellen, ob ich hier jetzt eine zweite Mannschaft mir komplett durchverpflichte, was ich vollkommen utopisch finde. Oder ob wir unsere Jugendmannschaften in 1 bis 2 Jahren so ausgeschlachtet haben werden, dass die Reservemannschaft dann einen Kader hat. Werde ich mir noch zu gesonderter Zeit drum Gedanken machen. Aber mit 4 Mann brauchen wir definitiv nicht anzutreten. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist und das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Vielen, vielen Dank nochmal für die vielen Kommentare hier in Video Nummer 1. Ihr könnt gerne hier drunter, gerade in Bezug auf die zweite Mannschaft, nochmal was raushauen. Vielleicht habe ich da schon irgendwie was verpasst. Sei es drum, wir konzentrieren uns natürlich überwiegend auf die erste. Und vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, auch günstig an weitere Spieler zu kommen, die unsere zweite Mannschaft aufstocken würden und werden. Kann mir das auch noch ganz gut vorstellen. Insofern bitte hier noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Vielen, vielen Dank dafür. Angesprochen auf die Stadiongröße, gucken wir hier natürlich mal auf die Kartenverkaufsmöglichkeiten und sehen, dass wir tatsächlich sehr viele Spiele mit einem Top-Zuschlag versehen werden können, ohne dass das Stadion deshalb nicht ausverkauft wäre. So sind die Spiele gegen Bayern, Dortmund, Leipzig, Köln und Gladbach, Köln insbesondere, natürlich so oder so ausverkauft. Und wir werden gucken, dass wir das Stadion immer voll bekommen. Das sieht ja schon mal ganz gut aus und wir werden auch noch einige Dauerkarten verkaufen. Hier kommen wir sicherlich zu gegebener Zeit nochmal hin zurück. Haben noch extrem viele Banden frei und werden hier mal Sponsoren anwerben. 411.000 Euro geht vollkommen in Ordnung dafür. Haben noch 2 Jahre den Vertrag mit Barmenia hier für 8 Millionen. Müssen wir uns also im Moment nicht drum bekümmern. Worum wir uns aber tatsächlich bekümmern, und da schauen wir natürlich auch auf die Bekanntheit, sodass wir hier nichts Verkehrtes machen, wenn wir jemanden noch scouten müssen. Ich will einen Ersatz für Florian Wirtz. Und die Frage ist, ist jemand zur Leihe hier? Nein, das sehe ich an der Stelle momentan nicht. Mittelfeldspieler, es gibt genug Auswahl. Allerdings wäre das alles sehr, sehr teuer. Das müssen wir hier gerade mal festhalten. Callum McGregor spielt zentrales Mittelfeld. Vielleicht suchen wir eher nochmal danach. Der erste, der mir ins Auge fällt, ist Daichi Kamada von den Frankfurtern. Allerdings auch, der hat einen Vertrag bis 2023. Zur Leihe ist er nicht zu haben und würde tatsächlich über Marktwert kosten. Das ist sehr, sehr viel. Wir werden uns das angucken. Sehen übrigens, dass Hudson-Odoi oder Demir Bay das machen könnten im offensiven Mittelfeld.
Frage ist, wer für Hudson-Odoi dann reinkommen könnte. Oh, das ist Paulinho und das ist echt ein bisschen wenig. Logic hier klar ausbaufähig, aber die Eingespieltheit sorgt hier für ein krasses Minus auf rechts außen. Und gerade habe ich tatsächlich den ersten Linksverteidiger gefunden, der uns hier weiterhelfen kann. Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon hat Vertrag bis 2023, also noch diese Saison, einen Marktwert von 17 Millionen, 26 Jahre alt und extrem gut. Ist ein Dribbler, was interessant ist für einen Linksverteidiger, aber ihr seht es ja auch, linkes Mittelfeld, links außen, der kann jede Bahn hier Bahntiefe beackern. Und den nehme ich auf jeden Fall ins Blickfeld auf und will tatsächlich auch mal ausloten, was da geht. Wir könnten den natürlich sofort kaufen. Die Frage ist, machen wir das jetzt oder gehen wir ins Gespräch und wollen ihn nächste Saison? Wir nutzen mal die Möglichkeit der Transfervorbereitung. Aber wir können ihn loben oder wir sagen, er ist auf der Beobachtungsliste. Ich denke, das werden wir tun. Alejandro Grimaldo. Ich hoffe jetzt natürlich, dass hier keine Vertragsverlängerung ins Haus steht. Aber das ist so der erste Faktor, den ich hier wähle. Aber dann gehen wir aber einfach mal ein bisschen weiter nach vorne in der Woche, um zu sehen, was eventuell auf dem Transfermarkt noch passiert. Wer zur Leihe möglicherweise da sein wird. Denn Florian Wirtz wird irgendwann wieder zurückkommen. Da machen wir uns nichts vor. Er hat auch einen Vertrag bis 2027. Also das ist noch sehr, sehr lang. Und dann versammeln wir tatsächlich die Mannschaft hier zum ersten Training. Es ist die erste Trainingseinheit der neuen Saison und alle einsatzfähigen Spieler stehen vor uns und lauschen den Worten. Was wollen wir der ganzen Truppe für die kommende Saison mit auf den Weg geben? Aber wir werden nicht absteigen, das ist schon mal safe. Also dann haben wir es auf jeden Fall komplett verbaselt. Saisonziel übertreffen denke ich nicht, aber erreichen wäre doch schön. Und nächstes Jahr spielen wir somit international. Bezüglich unseres Teams. Disziplin wäre schön. Es gibt keine zu alten Spieler. Da reden wir natürlich auch in Richtung Aranguiz. Wer nicht fit ist, spielt wahrscheinlich auch nicht. Wir werden dem Verein treu bleiben. Das kann ich hier schon mal sagen, solange wir nicht gefeuert werden. Mal gucken, ob wir die Möglichkeit haben, die Trainingsanlagen zu verbessern. Das könnten wir übrigens sehr zeitnah angehen. Und damit sind unsere Aussagen getroffen. Und ich hoffe, die Mannschaft geht hier mit uns an einem Strang. Was eine Zeile. Jude Bellingham spielt beim BVB keine Rolle mehr? Fragezeichen. Das ist ein echter Skandal. Bin gespannt, wo der Transfer hier eventuell sich niederschlägt, falls es dazu kommt. Wir haben 688.000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen bekommen. Und hier sind tatsächlich die Trainingsplätze. Weniger Verletzungen, das fände ich sehr, sehr gut. 400.000, die haben wir zur Verfügung. Wir gehen sofort in den Ausbau dessen. Und das Scouting-Büro möchte ich gerne auch ausbauen. Die Millionen nehme ich hier sehr, sehr gerne in Kauf. Sind also zwei Projekte, die wir hier sofort laufen haben. So, und dann haben wir schon tatsächlich, oh, und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, das erste Angebot bezüglich eines Sponsors. Und verhandeln hier leider umsonst, die Stimmung kippt, bekommen aber nur die 282.000, die nehmen wir aber gerne entgegen für das Jahr. Und da ist ja der Laktattest, wir gehen mal hier relativ zügig durch natürlich. Hudson-Odoi mit einem Fitnessaufschwung, sehr schön, trainierte nach Feierabend und das ist ja ein riesen Laktattest. Haben die anderen Pause gehabt oder was? Aber Callum Hudson-Odoi hier auf jeden Fall positiv hervorgetan und insofern akzeptieren wir das an der Stelle. Wahnsinn. Hat sich richtig gelohnt. Unser Jugendtag hat das Talent Vincent Steiger hier hervorgebracht. Puh. Vom Talent her 3 von 10 Sternen. Ihr seht das eher weniger. Aber ich mache meine Ankündigung von vor ein paar Minuten schon wahr. Tobias Stockinger und Gedeon Gusi stehen unter Vertrag und die begrüßen wir tatsächlich in unserer zweiten Mannschaft, die ich hier ganz gemächlich versuche aufzufüllen. Heißen die natürlich willkommen und bekommen so wenigstens eine Mannschaft zusammen hier für den zweiten Kader. Aber wie gesagt, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir in der Jugendmannschaft spätestens nächstes Jahr einige haben, die hochgezogen werden und gucken deswegen auch mal da rein und sehen hier, ja, hier sind ein paar interessante Charaktere, wie zum Beispiel unser Keeper Roy Stör, der hat aber nicht das letzte Jahr in der Jugend, das ist schon mal gut, der hat noch eins. Leon Köhl wird sicherlich hochkommen hier. Jan Ecke. Ayman Aurier. Und auch Can Yahya Mustafa. Ein Deutschsyrer, der tatsächlich die Sturmhoffnung hier sein könnte. 17 Jahre jung. Dribbler vom Typ. Bin gespannt, ob er den Sprung dann in die zweite schafft. Und wir sehen hier Jadel Kanga. Oh, der ist natürlich auch sehr flexibel. Rechts außen. 16 Jahre jung. Und auf den müssen wir eigentlich das Spiel irgendwie hier ab
stellen. Wir spielen im 4-3-3, bitte wie die erste. Ja, und dann spielt er nämlich auch. Sehr gut. Das muss das Ziel sein. Und den werden wir uns hier mal rauspicken und tatsächlich mit einem ordentlichen Mentor versehen. Noten sind gut. Muss aufgestellt werden. Und auch in der B-Jugend schon ein guter Torwart. Justin Leimer, 51er. Gehen wir natürlich auch in die Details. Und warum nicht Lukas Radetzky hier? Privatlehrer wird trotzdem angestellt. Insofern können wir da natürlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren auf Talente hoffen. Werde die hier noch weiter mit Mentoren versehen. Ihr seht das nicht, weil es offscreen passiert und ich nicht allzu oft reingucken werde. Aber gerade zu Beginn der Saison kann man das natürlich sich schön angucken. Alberto Colombo. Was ein cooler Name. Oh, und was ein Typ. Schwache Nerven, vereinstreu, trainingsfleißig, Einzelspieler. Puh, er wird es schwer haben. Kein guter Spieler. Lason Ferrati schon eher. Hier immer sogar mit einem Bild. Also Hut ab an alle beim FM-Zocker. Echt nicht schlecht. Wir sehen hier auch auf der Bank sitzend. Sehr, sehr schön. Ja, die Kaderanalyse ist tatsächlich beendet. Wir werden nach den ganzen Ereignissen hier der Woche uns damit beschäftigen. Fanclub-Treffen war zumindest ein voller Erfolg. Es wird versucht, das Team in der Zukunft gerade auswärts noch mehr zu unterstützen. Mehrere Projekte wie die große Fahne und die neue Choreografie, die ihr sicherlich alle schon gehört und gelesen habt, wurden in die Wege geleitet. 6 Punkte Beliebtheit hinzu, sehr schön. Das griechische Essen verlief ereignislos. Die Sponsoren haben sich über die Einladung für den Sponsorentag gefreut. Okay, Kaderanalyse ist durch und da gehen wir jetzt natürlich hin. Kandidaten für eine Vertragsverlängerung. Paulinho, links außen, 21 Jahre jung. Sehe noch keine Notwendigkeit, ehrlicherweise, den Vertrag zu verlängern. Die anderen vier, wir hatten das thematisiert. Aranguiz, momentan zu krassen Konditionen. Sinkgraven, wird älter. Werden wir eventuell tauschen? Und dann ist tatsächlich die Frage, kriegen wir den jetzt noch? Es ist eventuell der letzte Sommer, in dem wir ihn verkauft bekommen. Ja, wobei, in der Bundesliga hat niemand Interesse. Das ist krass. Weil unsere Option jetzt hier mit dem Herrn Grimaldo aus Lissabon sorgt dafür, dass Sinkgraven eventuell nicht mehr vonnöten sein wird. Wir beauftragen mal einen Spieleragenten und nutzen hier den Folder Kandidaten für eine Vertragsverlängerung dazu, den vom Hof zu jagen. So quasi ein bisschen. Bellarabi und Lunev. Ah, bei Lunev möchte ich mich noch nicht festlegen. Unser Ersatzkeeper, 30 Jahre alt. Wo kam der eigentlich her? Auch von Zenit St. Petersburg für 3,5 Millionen. Großes Potenzial haben Logic und Paulinho, beide links außen. Das ist ein bisschen schade. Ja, und wir sehen es hier. Rot hinterlegt die Linksverteidigerposition. Eine Innenverteidigung könnten wir noch ein bisschen was tun. Cousinou und Hinkerpied, bisschen abfallend hier. Ja, und gucken das jetzt uns einfach mal von Position zu Position an. Ohne Perspektive Amiri. Angeblich. Boah. Und Adli. Aber es gibt ja noch eine zweite, sage ich jetzt mal ganz locker flockig daher. Im Tor Radetzky und Lunev. Danach Jonathan Tah. Okay. Ja, wir werden das natürlich begutachten. Auch bezüglich Lunev, der nicht jünger wird. Innenverteidigerposition haben wir gesehen. Es fehlt uns vermutlich einer. Rechtsverteidigerposition. Frimpong, Fosu-Mensa. Hätte ich auch noch gern ein bisschen mehr Druck von hinten. Zentrales Mittelfeld haben wir natürlich eine breite Auswahl. Das ist krass. Aranguiz, Deme bei Palacios, Andrich, Wirtz. Also sind wir extrem gut aufgestellt. Offensiv brauchen wir noch ein bisschen mehr Spirit. Das hatten wir thematisiert. Auf rechts außen sieht es gut aus mit Hudson-Odoi momentan in der Leihe. Bellarabi dahinter. Auch Schick kann das spielen. Und Diaby. Links außen natürlich sensationell. Diaby, Hudson-Odoi, Paulinho, Logic. Und im Sturm mit Asenhuhn. Und Schick, gut aufgestellt. Vielleicht fehlt noch ein Stürmer. Also offensiv ein Sturm- und Linksverteidigerposition, ganz klar. Das ist so das, was die Kaderplanung ausgegeben hat. Und da sind wir ja gar nicht so weit weg von dem, was ich mir schon ausgemalt hatte. Für die Rechtsverteidigerposition übrigens, natürlich als Dortmund-Fan ein bisschen inspiriert, Julian Ryerson von Union Berlin hier möglich. Hat übrigens Vertrag bis 23 und steht auf rechts hinten gar nicht mal so verkehrt. Hier kommt das nächste Angebot rein, tatsächlich für unseren Premium-Sponsor. Für 3 Jahre, da gehen wir sicherlich nur auf das Grundsalär. Ja, und das steigt hier nochmal ein bisschen an. Damit unterschreiben wir tatsächlich, um das Geld zu machen. Sehr schön.
neuer Jugendspieler von Sven Hübscher entdeckt. Paul Breitewischer, wow, ist der vielfältig, eigenständig, Sprachgenie, leider nicht so ganz talentiert. Nehmen natürlich trotzdem mit auf. Kein Verein ist an Dallas Hinkgraven interessiert. Boah. Forderungen reduzieren sehe ich momentan noch nicht ein. Und insofern steht tatsächlich hier das erste Testspiel an. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir nochmal auf unser Blickfeld. Ich habe hier einen gewissen Elias Raffen Olofsson markiert. Und ihr wisst alle warum. Zumindest die, die schon im FM22 mit dabei waren. Der ist momentan verletzt. Wir können nicht scouten. So lange werden wir warten müssen. Aber das ist ein Keeper. Und jetzt leider ohne Bild. Schade, dass es in diesem FM nicht dazu gereicht hat. Bin gespannt, was der, wenn er voll gescoutet ist, an Stärkepunkten hier offenbart. Riesenkeeper im FM22 gewesen. Kann man nicht anders sagen. Robinson, Linksverteidiger. Cessignon, Linksverteidiger. Mähle. Dann haben wir Grimaldo drin. Und das ist natürlich jetzt eine Option wieder für nächstes Jahr, wenn sich die Situation um Sinkgraven nicht löst. Ryerson haben wir mit drin. Konrad Leimer habe ich mal mit auf den Zettel genommen. Vertragsende 23. Kamada. Kamada wäre übrigens echt noch ein Thema, wenn er nicht so teuer wäre. Gerade Formprobleme. Und das Ding ist, könnten ihn natürlich auch ins zentrale Mittelfeld beordern oder als hängende Spitze agieren lassen. Na, wir haben ihn mal auf dem Schirm. Bino Gittens. Trainiert ungern. Haben wir tatsächlich drin, weil er ja auch beim SC Freiburg durchgestartet war. Insofern wiederholt sich das ein bisschen, aber die sind ja noch lange nicht verpflichtet. Und momentan auch noch nicht so, dass wir sie verpflichten wollen. Da muss noch ein bisschen Entwicklung her. Moukoko auch mit drin. 17 Jahre, natürlich ein Riesentalent. Und Marcus Thuram, noch Vertrag bis Ende der Saison. Und ein Riesenstürmer tatsächlich, 24 Jahre alt. Wenn wir den noch dazu bekämen tatsächlich. Und dann mit Patrick Schick in einem Doppelsturm und eventuell mit einer Raute im Mittelfeld. Oh, ich stelle mir großartige Dinge vor. Mit Thuram werden wir mal sprechen. Steht auf der Beobachtungsliste, ganz klar. Schön, dass sich hier übrigens die Fitness ein bisschen nach oben korrigiert hat, jetzt mit den ersten Trainingseinheiten. Das ist schon mal gut zu sehen. Und dann gehen wir tatsächlich hier in die Vorbereitung und ins erste Testspiel, wo ich euch aber tatsächlich nicht in dem Textmodus mitnehme, sondern hier nur im Videotext. Das Vorbereitungsspiel geht schnell durch in dem Sinne. Wir gucken aber, wie wir spielen. Ziehen Andrich hier in die Zentrale, öffnen mal die Taktik. Und Aranguiz ist unser Spielmacher in dem Moment. Patrick Schick natürlich der Sturmtank. Wir wollen grundsätzlich natürlich pressen, keine Frage. Boah, die Laufwege sind krass. Richtig krass eingestellt. Die werden wir mal ein bisschen korrigieren. Patrick Schick soll sicherlich nicht so viel mit nach hinten arbeiten. So passt das Ganze dann schon eher. Und die Anweisungen packen wir auch noch an. Diaby als Dribbler hat natürlich das Dribbling. Vorstöße nicht zu selten. Ob jetzt Flanke oder Torschuss ausgewogen. Hudson Odoi ebenso ein Dribbler. Interpretiert das Ganze also ziemlich identisch. Und dann gucken wir, was dieses Freundschaftsspiel gegen den, ich glaube sogar Erzrivalen hier. Gerade mal gucken. Ja, Erzrivale Köln, Gladbach und Düsseldorf. Was dieses Freundschaftsspiel gegen Fortuna Düsseldorf für Bayer Leverkusen bedeuten wird. Wir gehen in den Videotext rein und sind gespannt, wie die Mannschaft sich hier in der frühen Phase der Vorbereitung schlägt. Ja, erstmal mit einem 0-0 zur Pause. Wir wechseln natürlich friedlich-schiedlich durch. Bringen Sinkgraven, Hinkapier, Palacios im zentralen Mittelfeld und Amiri. Sowie Adam Lojek für Diaby. Loben unsere Spieler und motivieren die, die nicht so wirklich gut in Form sind. Und können noch ein bisschen was auf der Massagebank rausholen. Und dann das 1-0 durch Patrick Schick in der 47. Callum Hudson-Odoi macht die Vorlage. Dabei bleibt es auch bis zum... Oh nein, nicht bis zum Schluss. Kownacki in der 86. mit dem 1-1 Ausgleich. Und damit mit dem Unentschieden hier. Spät trennen wir uns 1-1 Remis. Und das ist natürlich so ein erster kleiner Weckruf, dass noch viel zu tun ist für Bayer Leverkusen. Saisoneröffnung unter den Fans wird offensichtlich heiß diskutiert, ob die neuen Spieler auch eine Verstärkung sein können. Man glaubt nicht, dass eine echte Verstärkung dabei ist. Oha, wir sehen also potenziell noch Handlungsbedarf, was hier den Transfermarkt anbelangt.
Beliebter bei den Fans sind auch die Moralwerte der neuen Spieler, sinken mal um 2 Punkte in der Prost-Mahlzeit. Wird's noch 13 Wochen raus, Bellarabi 2 Wochen, Adli 3, Fosu Mensah noch 2 Wochen. Ihr seht, es ist einiges zu tun. Nicht nur in der zweiten Mannschaft, sondern auch in der ersten. Die nächste Folge, Folge Nummer 3, kommt direkt morgen raus, dann wird Dienstag sein und dann bin ich auch wieder in meinem gewohnten Rhythmus. Für all die, die neu hinzugekommen sind über diesen FM23, es gibt bei mir einen Programmplan, schaut einfach mal auf meiner YouTube-Seite vorbei und ansonsten lasst mir gerne auch ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge FM23 mit Bayer Leverkusen wieder. Bis dahin, euer Let's Blinter, macht's gut, ciao, ciao.